Ich bin auf eine sehr interessante Idee gekommen. Die AfD ist gerade weiter oben in den Umfragen. Und nach jeder Wahl wollen Leute wieder eine Neuwahl haben. Daher schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir jedes Jahr eine Bundestagswahl haben. Also jedes Jahr eine Wahl in Deutschland. Erstmal müssen wir uns fragen, ist das überhaupt eine gute Idee? Nein, es ist völlig hirnrissig. Denn dann hätten die Parteien ja nicht mal ein Jahr, um irgendwie ihr Programm durchzusetzen. Und die Regierung würde ständig abgewählt werden oder kurzfristige Pläne machen. Einfach nur, um wiedergewählt zu werden. Heute machen wir das aber einfach zur Realität. Und dafür nehmen wir natürlich ChatGPT. Denn ich möchte mal wissen, wie ein Computer das vielleicht ein bisschen neutraler machen würde. Und dennoch werde ich einige Arbeit hier reinpacken. Deshalb auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da lassen, denn das dauert auf jeden Fall einiges an Zeit. Und wir fangen einfach mal an in 2000. Damals soll es ja noch gute Politiker gegeben haben. Gerd Schröder im Amt. Warum regen sich Leute nochmal über Olaf Scholz auf? Naja, schauen wir uns einfach mal das Wahlergebnis damals an. Das ist das von 1998. Die SPD hatte einfach mal über 40% mit Schröder und damit auch noch 5% gewonnen. Die CDU hatte dagegen nur 29% und über 6% verloren. Ich glaube, das war wegen der Spiegel-Affäre. Dann haben wir die CSU, die hat 0,6% verloren und fast das gleiche hatten auch die Grünen. Die hatten irgendwie Probleme, auf ein gemeinsames Programm zu kommen zwischen den Fraktionen und ähnlich was auch mit der FDP. Die haben auch fast 1% verloren. Alle drei unter 7%. Dann gerade so bei der 5%-Hürde hatten wir die PDS. Damals hatten wir ja noch keine Linke, sondern die Partei des demokratischen Sozialismus. Die war teilweise irgendwie als Nachfolgepartei der SED genannt. Die waren aber eher so die demokratischen Teile. Aber stark im Osten und die hatten auch immer Direktmandate. Dann hatten wir noch zwei kleinere Parteien über 1%. Einmal die Republikaner, das waren rechte Konservative und die legendäre Deutsche Volksunion. Wobei eher nicht legendär, denn die waren sehr weit rechts und ihre Wähler konnten nicht mal die deutsche Nationalhymne in der ersten Strophe singen. Gab auf jeden Fall ein Video von einer älteren Dame darüber und ich habe es leider nicht mehr gefunden. Wenn es also jemand noch kennt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder in den Titel. Auf Wikipedia wird die Partei rechts bis rechtsextrem genannt. Ich finde es noch relativ freundlich, denn die Partei ist später mit der NPD fusioniert. Irgendwie wurde die Partei auch nur von einem Typen geleitet. Der hat auch die Kandidaten ausgewählt und es gab keine richtige Demokratie in der Partei. Wenig überraschend bei der Ausrichtung. Und natürlich musste die auch im Landtag in Sachsen sein. Vielleicht bin ich ja ein bisschen zu hart über den Typen. Vielleicht ist der ja gar nicht... Okay, er ist in 1932 geboren. Dem kann ich auch nicht mehr helfen. Auf jeden Fall hatten wir das Parlament hier. Oder eigentlich ein wenig größer, ich würde es aber einfach mal bei 598 Leuten lassen. Dadurch haben wir einfach bessere Vergleiche. 6 Parteien oder 5, wenn man die Union zusammennimmt. Wir werden aber die CSU einfach mal alleine antreten lassen. Dadurch wird es, denke ich, einfach mal spannender. Und wir hatten eine rot-grüne Regierung. Also ohne die PDS. Fangen wir einfach mal an mit der ersten neuen Wahl. Und wie ihr schon seht, ist meine Anfrage sehr, sehr lang. Einfach eine Seite, damit wir überhaupt ein sinnvolles Ergebnis haben werden. Ich werde euch das aber besser präsentieren von ChatGPT und ja, fangen wir einfach mal an. Willkommen zur Bundestagswahl 2000. Und wie ihr schon seht, hat ChatGPT einiges geliefert. Wir haben ein Kapitel über den Hintergrund und auch über das Wahlsystem und bei dieser Wahl treten 8 Parteien an. Die kleineren Parteien lassen wir fürs erste gar nochmal raus und wir haben auch was über den Wahlkampf, das ist aber irgendwie eher generell gehalten und nicht wirklich viele Informationen. Es ging um die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik und die Umwelt- und Außenpolitik. Finde ich ein bisschen enttäuschend von ChatGPT. Teilweise geben wir auch mal Wahlkampf von eigenen Parteien mit. Damit kommen wir aber endlich zum Wahlergebnis. Die SPD bleibt die größte Partei, verliert aber fast 4% und erreicht 37,2%. Dann haben wir die Christdemokraten, die deutlich gewinnen, 34,1%, ein Gewinn von fast 6%. Dann haben wir die CSU und die gewinnt leicht, ungefähr 1%. Die Grünen bleiben ziemlich gleich und auch die FDP. Die PDS verliert aber 0,4% und damit erreichen sie knapp nicht die 5%-Hürde. Wir haben keine Direktmandate mehr, also fliegen die raus. Die kleineren Parteien haben eher nur verloren. Die Republikaner haben 0,4% verloren. Dadurch haben wir das Parlament hier. Ziemlich ähnlich, nur ohne die PDS. Aber auch Rot-Grün geht nicht mehr. Deshalb brauchen wir eine neue Koalition. Könnte die GroKo sein, aus SPD und CDU. Dann eine schwarz-grüne Koalition, aus CDU, CSU und FDP. Und natürlich auch noch Jamaika. Alle drei wurden heftig diskutiert. Und ich habe das auch ChatGPT gegeben. Ich finde eigentlich schwarz-grün am sinnvollsten. Da sagt ChatGPT, die haben eine knappe Mehrheit. Ich finde, es geht eigentlich noch. Halt eine 11-Sitze-Mehrheit. ChatGPT ist aber auf die große Koalition gegangen. Dadurch führt Gerhard Schröder einfach die Regierung mit der CDU an und die CSU führt die Opposition an. Finde ich irgendwie lustig, aber interessant. Damit sind wir mit 2000 durch und gehen zu 2001. Irgendwie fehlt mir aber noch eine Sache, denn wir haben die SPD und wir haben die PDS und irgendwie fehlt was dazwischen. Könnten wir nicht einfach eine Partei zurückbringen, die darauf passen würde aus Deutschland? Ich bringe die USPD wieder und damit kommen wir zur nächsten Wahl. Willkommen zur Bundestagswahl 2001. Können wir by the way mal darüber reden, wie ChatGPT so dramatisch schreibt, eine neue politische Ära hat begonnen. Ich habe mal gefragt, was die neue Regierung
Regierung so gemacht hat. Anscheinend haben wir ein neues Rentensystem. Förderung erneuerbarer Energien hört sich einfach an wie die rot-grüne Regierung, nur mit der CDU mit drin. Stärkung der sozialen Sicherheitssysteme und die Spaltung der USPD. Damit haben wir bei der Wahl neun Parteien und der Wahlkampf hatte viele politische Visionen. Die CDU wollte eine Alternative zur Regierung sein, in der sie selber drin sind. Ja, ein wenig seltsam. Und PDS und USPD sind anscheinend in einem Boot. Dann kommen wir aber mal zum Wahlergebnis. Da gewinnt diesmal die CDU. Die erreicht 37,8% und gewinnt fast 4%. Dann haben wir die SPD mit 33,5% und die verlieren das, was die CDU gewonnen hat. Sehr kreativ, ChatGPT. Die CSU hat ein wenig gewonnen und hat 7,9%. Dann haben wir die FDP, die über 1% gewinnen und die Grünen, die ganz leicht gewinnen. Tatsächlich ist die PDS wieder drin mit gerade mal 5,1% und das reicht für die 5%-Hürde. Alle anderen Parteien haben, wie ihr schon seht, relativ wenig. Die USPD einfach nur 0,6%. Finde ich enttäuschend irgendwie langweilig für die Prompt. Eigentlich wollten wir ja größere Veränderungen haben. Tatsächlich gibt mir ChatGPT auch gleich schon die Regierung. Das ist eine aus CDU, CSU und der FDP. Und die hat eine Mehrheit von 401 Sitzen. Ich denke mal, das ist wieder irgendwie falsch. Hier habt ihr aber auf jeden Fall das Parlament und ein paar Veränderungen, aber nicht allzu stark. Natürlich wieder mit der PDS drin. Und damit gehen wir auch schon direkt zum nächsten Jahr. By the way, ist glaube ich Edmund Stoiber gerade Kanzler einfach. Wir sind in 2002 und da hatten wir auch Wahlen im echten Leben. Und für diese Wahl haben wir zwei Änderungen. Erstmal setzt die NPD die DVU und ich denke mal, ihr kennt die. Dann haben wir aber auch die Partei der rechtsstaatlichen Offensive oder auch Schill-Partei. Und ich denke, die meisten von euch kennen die noch nicht. Das war eine Partei von Roland Schild und der war ein Richter, der eher berüchtigt war. Denn er hat alle Leute mal sehr, sehr, sehr hart bestraft. So hart, dass viele seine Entscheidungen nicht mal Bestand hatten. Und er dachte, Entscheidungen waren zu weich und wurde daher als ziemlich radikal gesehen. Fast so radikal wie ich, denn ich habe die unglaubliche Meinung, dass man eher darüber nachdenken sollte, warum Leute überhaupt kriminell werden. Ja, ich weiß, grundlegende Probleme lösen ist ein großes Problem für alle. Dann hat man ja direkt Anarchie. Vielleicht fragt ihr euch, wie erfolgreich die Partei war. Sie ist einfach mal Dritte in Hamburg geworden mit 19%. Ja, ein wenig sehr stark und dadurch wurde die CDU auch Bürgermeister. Die Partei ist by the way innerhalb von irgendwie 1-2 Jahren auseinandergebrochen und bei der Bundestagswahl hatten die auch nur 1%. Schauen wir mal, wie die hier ausgehen werden. An der Stelle will ich was aus Transparentgründen sagen. Das Ergebnis, was ich euch gleich zeigen werde, war nicht das Original. Das seht ihr nämlich gerade hier und ich glaube, ihr kennt schon wenig das Problem. Wir haben irgendwie kaum Änderungen und das ist nicht so realistisch. Daher habe ich den Prompt mehrmals umgeschrieben und brauchte im Endeffekt 4 Versuche. Das aber nur für eure Info. Und warum einige Parteien vielleicht stärker oder schlechter abschneiden? Ich denke, es ist sinnvoll, das dann so zu machen. Willkommen zur jährlichen Bundestagswahl in 2002. Ein aufregendes Jahrzehnt laut ChatGPT. Ich habe natürlich auch wieder nach der Regierung gefragt. Das ist aber weiterhin eher generell gehalten. Wir haben natürlich eine umfassende Steuerreform. Die kam, glaube ich, im echten Leben erst später mit einer Spatz-Game-Regierung. Aber ihr könnt mich gerne nochmal darüber informieren, wenn ihr darüber mehr wisst. Dadurch hatte man geringere Steuern. Wir können es ja schon denken, für wen, wegen der FDP. Darüber hinaus gab es Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Infrastrukturprojekte, das ist ja relativ gut. Welche es aber sind, keine Ahnung. Natürlich die Stärkung der Bildungspolitik und Verbesserung des Gesundheitssystems. Leider habe ich darüber halt keine mehr Infos. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch sagen werde, weil ChatGPT nicht sagt, was da genau passiert. Diese Sachen sind halt auch noch bis heute Dinge, die halt wichtig sind. Bei den Parteien fällt mir auf, dass ich die USPD falsch eingetragen habe. Der ist nämlich einfach USDP und es ist ein wenig Pain. Der Wahlkampf ist natürlich auch eher generell und wir kommen zum Wahlergebnis. Im echten Leben war es ja ultra spannend, denn die SPD hatte gerade mal 6000 Stimmen mehr als die CDU. Die Wahl entschieden wurde im Endeffekt, weil die Grüne stärker war als die FDP. Wir schauen einfach mal, ob das hier auch in diesem Spiel so war. Bei uns war ja Edmund Stoiber schon im Amt. Und die Frage ist, kann er auch sein Kabinett halten? Die CDU bleibt die größte Partei. Wie ihr schon seht, hat sie aber deutlich verloren. 4,3% und landet auf 33,5%. Die SPD hat auch verloren, also schwierig für die Rückkehr von Schröder. Und die landet auf 32%. Ein Verlust von über 1%. Dann hat die Grüne wirklich ein wenig gewonnen. Damit auch die größte Wahlgewinner. Sie haben am Ende sogar über 10% und gewinnen 3,1%. Danach haben wir die FDP und die gewinnt auch leicht 0,7%. Das sind dann 8,2%. Die CSU verliert leicht, fällt aber hinter die anderen beiden Parteien und erreicht 7,5%. Das Neurechnen hat anscheinend den linken Parteien eher geholfen, denn auch die PDS hat gewonnen. Plus 1,6% und sie erreichen 6,7%. Damit deutlich sicher im Parlament. Die kleineren Parteien haben alle unter 3%. Die größte davon ist die NPD mit 2,1%. Alle von denen haben aber sogar gewonnen in leichten Fällen. By the way, kann ChatGPT hier nicht ganz mehr die Zahlen zusammenrechnen und insgesamt ergibt das mehr zu 100%. Ignoriert den Fall einfach mal. Ich sag euch, wenn das irgendwie noch wichtig werden sollte. Damit haben wir dieses Parlament hier. Und tatsächlich haben die rechteren Parteien eine Einsitzemehrheit. Sieht irgendwie ein bisschen stärker hier aus, aber es ist wirklich so knapp. Ich habe irgendwie bei der Koalition verpasst, dass es ja auch noch Jamaika geben könnte. Also Grünen und CDU habe ich auf jeden Fall diesmal hiermit in die Auswahl getan. Aus irgendeinem Grund mochte ChatGPT nicht die rechte Koalition. Vielleicht wegen der knappen Mehrheit und weil die Grünen beliebt waren, irgendwie war
die Begründung, eigentlich ist das ja egal. Von der Beschreibung sah es am ehesten nach einer schwarz-grün-blauen Koalition aus, aber am Ende hat sich ChatGPT für die GroKo entschieden. Also wieder eine große Koalition. Verstehe ich nicht ganz, aber ist nicht meine Idee. Dadurch sind wir mit der dritten Wahl durch. Leute, ich will ehrlich mit euch sein. Ich glaube, ich habe generell viel zu viel Zeit an solchen Prompts verbracht. Daher bin ich sehr gespannt, wie das bei euch ankommen wird und ich habe auch vielleicht ein bisschen Angst, denn wie ihr seht, ist es zwar nur ChatGPT, aber die Prompts sind alle so viel Arbeit. Hat Wochen gedauert, bis ich auf diese ganzen Teile gekommen bin, damit wir überhaupt sinnvolle Sachen haben. Und auch die ganzen Veränderungen, das alles. Und dennoch muss ich teilweise Sachen immer noch nur durchgehen und alles neu machen. Daher könnt ihr doch gerne mal auf jeden Fall ein Like da lassen, denn das Video ist wirklich sehr viel Arbeit, mehrere Tage. Und vielleicht schaffen wir einfach mal die 50 Likes heute. Ich war euch auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Natürlich könnt ihr auch selber bei einer Community-Wahl teilnehmen. Das ist unsere Wahl für den Mai. Und die geht noch bis zum 5. Juni. Wahrscheinlich, wenn das Video kommt, dann bis morgen noch. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne noch teilnehmen, denn nur so kann eure Stimme zählen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wie die meisten, könnt ihr auch gerne abonnieren. Vor allem, wenn das erste Video ist, das ihr von mir seht. Ich mache auch andere Videos in diese Richtung, vor allem, wenn sie bei euch gut ankommen. Das dazu und wir machen einfach weiter mit der nächsten Wahl. Und ich finde, wir haben noch zu wenig Parteien für die nächste Wahl. Da holen wir nochmal zwei neue rechte Parteien mit rein. Eine davon ist die Deutsche Freiheitliche Partei. Das ist die FDP, nur auf Drogen. Denn die ist nicht rechtsliberal, sondern rechtslibertär. Und dann noch die Deutsche Nationalpartei. Die ist nationalkonservativ und wir schauen einfach mal. Mich enttäuscht irgendwie der Name vom Artikel hier. Definitiv weniger kreativ. Die Parteien wurden aber diesmal ein wenig anders geschrieben. Das war die erste Version der Wahl und die war mal wieder, ihr seht schon, naja. Deshalb wollte ich nochmal eine neue Version haben. Und die habe ich auch bekommen und hier habt ihr das Wahlergebnis. Die Christdemokraten sind weiterhin auf Rang 1, verlieren aber nochmal 3,5% und landen auf 30%. Dann haben wir die SPD mit 28,2%, damit verlieren sie fast 4%. Die Grünen gewinnen solide 3,2% und landen auf 13,4%. Damit sind sie auch der größte Wahlgewinner. Hinter ihnen haben wir die FDP mit 10,5%, zweistellig und sie gewinnen 2%. Die PDS haben wir auf Rang 5, die ist aber eigentlich eher gleich geblieben. Denn die CSU ist einfach abgestürzt auf 6,5%. Ich mache mir langsam Sorgen wegen der 5%-Hürde. Und dann haben wir alle anderen Parteien, auch die neuen, die haben beide nur 0,6% bekommen. Die NPD aber auf 3,2%, damit kommen die näher der 2%-Hürde. Dennoch finde ich noch gar nicht so unglaublich krass, dennoch nochmal ein paar Veränderungen. Und durch das Ergebnis haben wir das Parlament hier. Keine große Veränderung, aber eine linke Mehrheit. Die rechteren Parteien also eher verloren, weil da nur die FDP gewonnen hat. Und dadurch wird auch Rot-Rot-Grün möglich. ChatGPT mochte die Koalition aber irgendwie weniger und mag es irgendwie lieber, wenn Rechte mit Mitte-Links-Parteien irgendwie koalieren. Und am Ende gab es wieder eine GroKo. Mir ist by the way aufgefallen, dass Edmund Stoiber ja Boss der CSU war und nicht der CDU. Daher konnte er gar nicht Kanzler sein. Und ich habe mich gefragt, wer war dann eigentlich der Chef der CDU? Und ihr werdet's nicht glauben, wer es ist. Einfach Friedrich Merz. Finde ich irgendwie sehr lustig. Der war auf jeden Fall ein Kanzler für 2 Jahre schon. Sagen wir einfach mal, er ist immer noch Kanzler und Merkel ist noch nicht Chefin der CDU dadurch. Schauen wir einfach mal, wie es weitergehen wird. Ich bin anscheinend zu dumm zu lesen, denn Merkel war schon Chefin. Ihr habt schon in den Kommentaren bestimmt. Damit willkommen zu den Wahlen in 2004. Und ich bin ehrlich, hier hat mir ChatGPT überhaupt nicht an Teilen gefallen. Wir haben natürlich wieder die politischen Entscheidungen. Die lesen sich aber teilweise wie modern und nicht wie aus 2004. Es geht halt um Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das halt eher wie Rhetorik aus den 2010ern klingt, wie umweltfreundliche Technologien. Dann gehen wir weiter beim Wahlkampf und da sind die Grünen auf einmal wieder in der Regierung. Ich habe halt extra geschrieben, dass sie es nicht sind. Ärgert mich halt irgendwie. Wir kommen aber auch mal einfach zum Ergebnis. Und da fangen wir mit den Christdemokraten an. Die bleiben weiterhin die größte Partei, haben aber schon wieder verloren. Ich hoffe, dass es kein Trend, dass irgendwie ChatGPT die Parteien immer gewinnen und verlieren lässt, denn die verlieren 2% und dann auf 28%. Ihr seht, die SPD hat auch verloren und zwar 1,7% und landet auf 26,5%. Dann haben die Grünen auch schon wieder gewonnen auf 16,8%, über 3% Gewinne. Und die FDP hat auch schon wieder gewonnen auf 12,2%. Die PDS hat auch schon wieder gewonnen, hier mit 0,7% und sie erreichen 7,5%. Die CSU hat auch schon wieder verloren auf 5,6% und immer näher der 5%-Hürde. Alle anderen Parteien, wie ihr seht, nicht wirklich viel. Und ich mache mir Sorgen, dass wir keine richtige kreativen Veränderungen haben. Ja, ich weiß, es ist eine AI, aber ich mache mir dennoch Sorgen. Denn öfter, wenn man Trends hat, kann es sein, dass die sich zu sehr festhält. Warten wir vielleicht einfach mal. Das hier ist auf jeden Fall das Parlament. Wie ihr sehen könnt, wird das Blau der CSU immer weniger. Und die Grünen haben über 100 Sitze. Die Koalitionen bleiben auch gerade alle noch möglich. Nur die große Koalition hat natürlich deutlich verloren und hat nur noch irgendwie 137 Sitze. Und ich dachte auch, die würde wieder eingegangen werden. Allerdings hat mich ChatGPT ein wenig überrascht. Denn wir haben eine Jamaika-Koalition.
Koalition bekommen. Also aus CDU, der FDP und den Grünen. Finde ich ganz spannend und auf jeden Fall eine neue Sache. Damit gehen wir einfach mal zur letzten Wahl für heute. Im Mächtenleben hatten wir an 2005 Wahlen. Vielleicht haben wir deswegen ja neue Informationen drin. Lest euch einfach mal die Kapitel durch, da steht einfach nichts drin. Da steht einfach nur, was in den Kapiteln stehen wird, aber nicht die eigentliche Info. Okay. Und dann dieses Ergebnis, das ist einfach Pain. Halt null Veränderung. Dann habe ich gesagt, das war beleidigend, das war so schlecht, dass es beleidigend war. Ja, da habe ich auch Informationen bekommen. Dann habe ich aber das Ergebnis... Warum? Warum, ChatGPT? Ich habe doch deutlich gesagt, 100%, es stand da drin. Vor allem, es hat vorher die ganze Zeit funktioniert und jetzt auf einmal so ein Blödsinn. Vielleicht ist es eine andere Sprache, die wir alle nicht verstehen können. Vielleicht war das ja das richtige Ergebnis. Ich würde sagen, ich nehme das Ganze gerade ein wenig zu ernst. Dennoch will ich ein Ergebnis haben. War beleidigend. Es wurde klar gesagt. Werden wir jetzt was bekommen, hoffentlich? Bitte. Bekommen wir was? Ja, das ist doch nicht dein... Jetzt schreibt er mir einfach irgendwie genau das gleiche, nur in anderer Form. Ey, ich fühle mich gerade, wenn das ein echter Mensch wäre, würde ich denken, da weiß ich auch nicht. Nochmal, soll das ein Chat sein, richtig auf Köln gehen? Tut aufrichtig leid. Haben wir was Neues? Wir haben eine Veränderung, oder? Aber alles endet auf 0 oder 5. Och, was ist hier überhaupt eine signifikante Veränderung? Das ist einfach nur traurig. Passt das überhaupt? Das stimmt einfach nicht. Wir hatten die CDU hatte 28%. Die Grünen stimmen, die FDP stimmen die. Die stimmen, glaube ich, noch. Ich war nicht dumm. Das ist einfach nur Blödsinn. Ja, Leute, ich glaube, ich höre euch einfach mal auf. Denn wie ihr seht, haben wir noch keine wirklichen Veränderungen hierdurch. Auch wenn es ja signifikante Veränderungen geben soll. Schreibt mir auf jeden Fall gerne, ob euch das hier gefällt. Denn ich habe einfach mal 3 Tage an diesem Video alleine gesessen und hoffe wirklich, es hat euch gefallen und euch unterhalten. Schreibt mir, ob ich die Serie weiterführen soll und versuchen soll, nochmal Veränderungen zu machen. Vielleicht habt ihr ja nochmal Tipps. Ich habe gedacht, vielleicht mal an die Weimarer Republik, dass ich die irgendwie retten soll, mit den verschiedensten Parteienkoalitionen. Kommt auf jeden Fall darauf an, wie es euch hier gefällt. Hier habt ihr nochmal ein anderes Video. Das war Teil 2 von Preußen im Zweiten Weltkrieg. Haben noch nicht so viele Leute gesehen und sollte euch gefallen, wenn euch das hier gefällt. Liken und abonnieren, nicht vergessen natürlich. Und in der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Server. Da könnt ihr wie immer gerne mal drauf joinen und ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen und ciao.